zur Mobilisation der Unterschenkelnerven oder des Unterschenkelnerven der Außenseite legen wir das betroffene Bein über das aufstehende andere Bein. Wir stellen den Fuß in eine Position, wie als würden wir umknicken. Ja, das heißt, er wird nach innen zeigend positioniert und nach unten zeigend. Und dann strecken wir langsam das Knie, bis ein leichter Zug auf der Außenseite des Unterschenkels aufkommt und beugen es wieder. Das ist eine dynamische Übung, nicht statisch. Wir gehen immer hin und her. Der Fuß bleibt dabei in der Position. Jetzt haben wir den Schwerpunkt der Mobilisation im Bereich des Knies. Wenn wir jetzt den Schwerpunkt im Bereich des Fußarms wollen, lassen wir das Knie gestreckt und mobilisieren den Fuß, ziehen also den Fuß hoch und strecken ihn wieder weg und knicken ihn nach innen ab.